halbieren, weil man sonst die Reste seiner eigenen Planeten zerstören würde. Sie stellen ihre Soldaten aus Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Was heißt das, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Leuchtet ein. Den Kroganern ist nicht zu trauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Runter!
Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihren Planeten. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. Eine raffinierte Strategie. Kontrolle des Feindes, ohne dass er davon weiß. Gute Arbeit, Lieutenant. Einverstanden, dann los!